arbeite in einer Firma, wo sehr, sehr viel fossile Energie genutzt wird. Und da hat mich das Thema, also diese Energie, hat mich immer sehr stark interessiert. Wenn man sich heute diese normale Landwirtschaft anguckt, dann ist das, also sind wir absolut abhängig von zum Beispiel fossilen Energieträgern. Die Weltölvorräte sind begrenzt. Und wenn die Hälfte verbraucht ist, ungefähr, oder genau bei der Hälfte, dann ist es so, dass wir sozusagen nochmal dasselbe verbrauchen können, aber es einen enormen Wandel eben gibt. Bis jetzt sind wir immer nur den Berg hinaufgegangen und nun müssen wir den Berg wieder hinuntergehen. Und das kann sehr schwierig werden, weil wir haben uns ja auch an einen gewissen Lebensstandard gewöhnt, der uns diese billige Energie ja auch zur Verfügung gestellt hat. Und wenn es jetzt wieder teurer wird, dann müssen wir unser Leben wahrscheinlich daran anpassen. Und Permakultur versucht, mit so wenig Energieinput wie möglich auszukommen. Permakultur ist die Basic, also die Basis, und Transition ist dann so noch so eine Art Modell. Wenn man einfach nicht von heute auf morgen radikal aufs Land und dann Augen zu, Ohren zu, ich mache jetzt nur mein eigenes Ding, nee, sondern wir wollen das in Gemeinschaft machen und Schritt für Schritt machen und natürlich auch Fähigkeiten wieder erlernen. Dieses Jahr haben wir gesagt, wir wollen jetzt anfangen zu imkern. Die Transition-Gruppe hat selber eine Bienenkiste gebaut. Im Internet gab es dann die Anleitung und im Mai haben wir es dann hingekriegt und dann kam dann der Bienenschwarm und wie man sieht, die Bienen fliegen dort. Ja, und wir freuen uns auch drüber und ab nächstes Jahr gibt es dann Honig. Dadurch, dass ja nicht immer jemand hier ist und sich mal so ein Schwarm manchmal so auf den Weg macht, hat man hier so eine Kiste installiert. Und da soll dann die Spurbienen möglichst aufmerksam werden. Aha, hier ist ein neues Zuhause, wo sich prima leben lässt für die Bienchen. Und hoffen, dass die dann dem Schwarm sagen, bitte hier einziehen. Das ist das Mandala-Beet. Das wurde erst vor kurzem fertiggestellt. Mandala ist so eine Art Schlüssellochbeet, wie man überall sieht. Hier will man vor allen Dingen die Randzoneneffekte nutzen, wo zwei Zonen zusammentreffen. Da können natürlich Pflanzen ganz anders wachsen. Hier gärtnern Leute, auch aus unterschiedlicher Herkunft. Jeder bringt dann auch so seine Erfahrungen dann so mit ein, was er so macht. Dann wird zum Beispiel die Saison verlängert, indem man dann auch so ein kleines Treibhaus gemacht hat. Ja, der Weg wurde dann auch angelegt. Hier ist alles Handarbeit, was gemacht wird. Also so richtig große Maschinen, elektrischen Rasenmäher, sowas sucht man hier alles vergeblich. Das ist ein Kartoffelturm. Hier hat man mal angefangen, auf dieser Höhe, also ganz unten, eine, ich glaube, 1, 2, 3, 4 Kartoffeln zu setzen. Und dann schüttet man einfach immer Erde auf. Und ja, und irgendwann, wenn dann Erntezeit ist, dann macht man den auf und dann hat man einen unglaublichen Ertrag auf eine wenige Fläche, weil man eben in die vertikale sozusagen Höhe geht. Transition zählt auch von allen Dingen darauf, Gemeinschaften auch zu bilden, dass junge, alte zusammenkommen und vor allen Dingen, wenn wir jetzt Probleme haben, dass wir die dann gemeinsam lösen, wenn es dann eben mal, wovon wir ausgehen, schlimmer wird, dass wir dann sagen, pass mal auf, hier die Permakultur- und Transition-Bewegung, ja, wir haben zumindest ein Modell, wie wir es machen könnten.